Hallo, mein Name ist Markus Luger, bin hier im Auftrag vom DorfTV und habe jetzt gerade einen Workshop gehalten zum Thema Pocket TV, das heißt mit Handykamera oder Fun-Pocket-Kameras, alles was man einstecken kann, Videos zu drehen. Und bin da heute unterstützt worden von einer Schar Kinder, die sozusagen die Vor-Ort-Journalisten waren und alles, was heute aufregend war, auf die Speicher gebannt und gebrannt haben. Zu DorfTV. DorfTV ist in Linz ein Community-TV-Sender, das heißt vergleichbar mit freien Radios. Geht es darum, dass die Leute produzieren und das, was sie produziert haben, uns bringen, uploaden. Und es wird dann ausgestrahlt im Großraum Linz, also erreicht viele tausend Menschen. Warum soll man, will man oder filmt man mit einem Handy oder einer Pocketkamera? Es geht darum, sozusagen das Unmittelbare einzufangen, das was im Moment geschieht, ohne große Inszenierung. Das heißt, diese Splittern des Alltags oder auch wie hier, wo die Umgebung künstlerisch inszeniert ist, dass man den Blick der Bevölkerung oder auch ja, der Teilnehmer einnimmt als Fernsehzuschauer, nicht sozusagen eines Journalisten. Handyvideos sind erstens leicht zu produzieren mit einem Gerät, das die meisten besitzen oder viele von uns sowieso mit sich tragen. Und auf der anderen Seite wird in anderen Teilen der Welt ja schon benutzt als Citizen Journalism. Yeah. Das heißt, die Menschen filmen dort vor Ort Geschehnisse, die keine Kamera, kein Journalist aufnehmen kann, weil die noch gar nicht vor Ort sind oder nicht vor Ort sein dürfen. Wie zum Beispiel gesehen und geschehen in Nordafrika.